dieser Wurm in meiner Höhle? Dir in den Arsch treten, das macht er hier. Du hast mich besiegt, in der Tat. Doch die viel interessantere Frage ist, warum? Also, sprich, was willst du von Margolot, dem ältesten Wesen dieser Welt? Du bist das älteste Wesen dieser Welt? Ja, ich war schon immer hier. Schon lange, bevor deine Spezies das Licht dieser Welt erblickte. Dann kannst du mir sicher ein paar Fragen beantworten. Antworten? Das wollen sie alle. Also, wie lauten deine Fragen? 3 darfst du stellen. Was ich schon immer wissen wollte. Wieso existieren wir? Unsere Existenz ist ein besonders außergewöhnlicher, schicksalhafter, glücklicher, besonderer, bedeutender und zufälliger Dreckeffekt des Universums. Das hört sich so an, als hätte das Leben gar keinen Sinn. Für manche schon. Ich habe meinen Geist verloren. Ich weiß. Ich sehe es in deinen Augen. Dein Los ist grausam. Aber du teilst es mit vielen deiner Art in diesen Tagen. Darum bin ich hier. Ich brauche deine Hilfe gegen das Schattenreich. Schattenreich. Das ist doch ein wenig zu groß für dich. Kleiner Mensch. Du greifst die Menschen dieser Insel an. Ihr Menschen habt euch gewandelt. Ihr seid nur noch ein Schandfleck in dieser Welt. Ihr vermehrt euch und glaubt, dass euch die Welt gehört. Und nun bedroht ihr auch noch meinen Lebensraum. Kein Mensch bedroht dich. Sie verehren dich als ihr Orakel. So. Und warum errichten eure schwarzen Krieger einen Hort in meinem Reich? Warum töten sie meine Brut? Warum zerstören sie meine Höhle? Erklär mir das, kleiner Mensch! Den Menschen trifft keine Schuld. Du wirst von Schergen bedroht, seelenlose Krieger des Schattenreichs. Das sind keine Menschen mehr. Du bedrohst die falsche Spezies, Margolot. Lügen! Ihrer hörte ich schon zu viele. Irgendwo hier in deiner Höhle treibt ein Schattenlord sein Unwesen. Er ist der Herr der schwarzen Krieger und damit der Quell allen Übels auf dieser Insel. So, dann beweise es. Finde diesen Hort des Schattenlords und vernichte den Verursacher der Zwietracht zwischen mir und den Menschen. Dann erst werde ich deinen Worten Glauben schenken und dir Hilfe gewähren.
Ich brauche einen geeigneten Platz für ein Geisterritual. Er muss magisch abgeriegelt sein. Man sagt, nur ein altes Wesen wie du kann das bewerkstelligen. Magische Abriegelung, sagst du? Eine leichte Sache für mich. Durch meinen Schild dringt kein Zauber und kein magisches Artefakt, wenn ich es nicht will. Doch sehe ich keinen Grund, warum ich dir helfen sollte, kleiner Mensch. Du bist kein vertrauenswürdiges Wesen.